Da brennt schon einer, das ist genau das, was ich sehen will. Geil, geil. Die haben ein Boot gebaut! Digga, das ist zu krass. Du, der hat sich einfach so eine kleine Burg gebaut. Was? Moin YouTube, was geht? Ihr seht es vielleicht, ich habe gerade noch prominenten Besuch hier im Stream. Ist immer unangenehm, oder? Wenn jemand sagt, prominenter Besuch. Wieso? Du bist ja prominent. Bist du selber prominent. Ja, stimmt. Danke. Danke. Danke, geil, danke. Genau. Das weiß doch deine Mutter auch, seitdem du bei weißt du sowas. Was. Das stimmt. Spätestens dann. Spätestens dann. Wir haben heute wieder ein Community-Event für euch vorbereitet, Leute. Es wird eine ganz wilde Nummer. Wir gehen erstmal auf den Server drauf. Ich bin dumm, ist der falsche Server und vor allen Dingen habe ich auch die falsche Version. Denn wir spielen heute in der Minecraft 1.16 ausnahmsweise genau. Mal. Wir haben ja momentan in Minecraft Folgendes neu. Kai, es gab eine neue Version von Minecraft und du hast hier eben mit mir die Trimax-Videos da geschaut. Genau, wenn ich irgendwelche Fragen zu Minecraft habe, frage ich immer Trimax. Nein! Ganz wichtig, Trimax ist einen Experten in Minecraft. Beste Entscheidung. Trimax ist der absolut beste Spieler, den es in Minecraft gibt. Von allen Games, die es auf der Welt gibt, bin ich in Minecraft am besten. Es sieht folgenderweise aus. Wir haben dieses Nether-Ding, dieses rote Ding, wo Max eben rumgelaufen ist, wo er den Netherman gesehen hat. Das ist jetzt neu. So, liebste Community. Und jetzt geht es ja quasi darum, man hätte ja in der Theorie sogar die Möglichkeit, im neuen Nether jetzt zu überleben. Und genau darum geht's heute. Wir schauen einfach mal, wie ihr das hinbekommt, hier im neuen Nether 24 Stunden zu überleben. Wir schauen morgen wieder ganz entspannt im Stream rein, gucken, was ihr Schönes gebaut habt. Wir starten das Event quasi heute und beenden das Ganze morgen, ne? So wie sonst auch immer. Das ist nur die Lobby hier. Warte mal ab, bis jetzt alle Spieler draufkommen. Geht trotzdem schon gut. Ne, das haben sie schön gebaut, oder? Deutlich besser als das, was Trimax Besado geleistet hat, ne? Da fehlt noch ein Aquarium. Ein Aquarium, ja, das kriegen wir noch hin. Wobei, das ist ja mehr so ein Montes-Ding. Leute, geht auf die Seite drauf, meldet euch da bitte an. Wir stehlen eure Daten nicht und werden euch da auch nicht verarschen. Ich spiele das Ganze auch hier auf OG-Basis ohne Texture-Pack. Hier schreibt, guck mal, jemand, meine Mutter war bei Kai Pflaume in der Klasse. Echt jetzt? Ja. Jetzt brauchen wir einen Namen, oder? Ja, genau. Jetzt einmal bitte den Namen dahinter hängen. Ulrike Winter, kennst du? Ulrike Winter kenne ich. Echt jetzt? Natürlich, ja. Ach, Wahnsinn. Ja, Grüße. Grüße ja. Gehen raus. Natürlich. Grüße an der Stelle dann. Ja, wie geil. Welt doch ist. In Leipzig. So ist das. Ja. Kai sieht aus wie die jüngere Version von Revi. Wie, ach, Digga, das ist... Hey, ich liebe also, euch. Chat, ja? Also, sorry, Mann. Du hast die geilste Community. Ich soll auch auf Twitch kommen. Ich bin schon auf Twitch. Streamst du denn auch aber manchmal hier? Nee, nur zum Gucken. Kai, wie hast du damals einen halben Finger verloren, schreibt jemand. Ganz einfach. Da war ich 2 Jahre alt und da habe ich genau das gemacht, wovor alle Eltern immer warnen. Ich habe an der Tür gespielt und habe die Finger in den Schlitz gesteckt, wo das Licht zu sehen war. Und das war leider die Seite mit den Scharnieren und dann hat jemand von der anderen Seite zugemacht. Und dann war der Finger Matsche. Ah, shit. Aber ist ja gut verheilt, ne? Und ist mal abgeheilt geworden. Ist gut verheilt. Server ist voll. Dann starten wir mal ganz kurz. So. So, ihr seht's hier, Leute. Neuer Nether. Wer hier runterfällt, ist dümmer als Survivor D. Also, ihr habt jetzt die Möglichkeit, hier im neuen Nether euch quasi heimisch zu machen, ja? Ihr habt jetzt die Zeit. Sucht euch hier eine Base. Ihr habt hier Holz durch das neue Holz. Ihr habt Nahrung durch Pilze und diese komischen Hoglins oder wie die heißen. Ihr könnt euch Rüstungen aus Gold machen, wenn ihr wollt. Das ist alles möglich, ja? Ich bin mal gespannt, ob ihr das auch hin... Wieso schlägt der mich? Wieso schlägt der Mann mich? Digga, wieso schlägst du mich? Was ist mit dir? Ab was ist, dafür! Was ist falsch mit dir? Digga, ich weiß nicht, was er will. Ja, der kriegt auf jeden Fall erstmal eine Strafe dafür. Er will vielleicht Aufmerksamkeit. Ja, ich glaube auch, Alter. Bau doch einen Zaun um ihn herum. Stimmt, den bauen wir... Das ist eine ganz... Oh, du bist... Das gefällt mir, Kai. Sehr gute Herangehensweise. Bleib mal stehen. Hey. Sven, bleib stehen. Sven. Sven, bleib stehen. Du kriegst deinen eigenen Zaun. Sven. So, Kai Pflaume hat das gesagt. Ich bin da unschuldig. So. Sehr gut. So. Hast du jetzt davon? Den haben wir eingesperrt. Perfekt, der spielt nicht mehr mit. Sehr schön. Das ist das Coole. Guck mal, ich kann halt jetzt hier rumfliegen und alles machen, was ich will. Und das können andere Leute nicht. Das macht mich extrem glücklich, muss ich ganz ehrlich sagen, ne? Braucht man für Netherite zu farmen Diamanten? Ja, ne? Und Dias gibt's doch in Dungeons hier, ne? Dias kannst du in Dungeons finden, ja. Gold hast du jetzt im normal hier. So, also aus diesen Goldblöcken, die du jetzt hier hast, kriegst du Goldnuggets raus, die du dann halt bei den Picklins und sowas eintauschen kannst. Es ist auf jeden Fall eine Hardcore-Challenge, weil du musst mal überlegen, die sind halt jetzt in der Hölle hier, wie du siehst, ne? Und in der Hölle gibt's halt irgendwo Holz auch zu finden. Ja, und die müssen jetzt hier in der Hölle überleben, Kai, ne? Das ist eigentlich unmöglich und super großes Problem, weil hier gibt's halt nichts außer Lava und tödliche Dinge. Deswegen will ich auch lieber in den Himmel. Da kommst du aber auch hin, da bin ich mir sicher. Meinst du? Da sehe ich dich auch. Ja, ich seh dich auch im Himmel. Ich fühle mich auch im Himmel. Ja. So, ich lasse euch jetzt auf jeden Fall hier 24 Stunden alleine. Ihr müsst ja selber gucken, dass ihr hier klarkommt. Das ist eure Sache. Da brennt schon einer. Das ist genau das, was ich sehen will. Das ist genau das, was ich sehen will. Absolutes Chaos. Wir sehen uns dann in 24 Stunden wieder. Pass auf, Gargamel, du musst echt aufpassen. Manchmal fallen die Blöcke hier... Saugefährlich, Mann. Saugefährlich. Leute, in dem Sinne, bis in 24 Stunden. Macht was draus, ne? So Leute, wir haben uns jetzt entschieden, das Ganze nicht im Stream uns anzuschauen, sondern tatsächlich jetzt einfach mal hier offstream, da ich es gestern nicht mehr geschafft habe, beziehungsweise beim zweiten Tag nicht mehr geschafft habe zu streamen und oh mein Gott,
Was ist hier passiert? Was musste, also was Digga, mussten die machen? Die mussten im Nether einfach überleben. Das ist die Baumschule-Schwille. Boah, Digga, Jumpscare, ja. Junge. Ich habe mich übel erschrocken. Zwei Schweine drin. Also die mussten einfach überleben. Die mussten im neuen Nether überleben und die leben einfach komplett im Nether. Genau. Hier sind so Sachen, Nikolas, komm rein, Revi, for fun. Revi riecht so gut, dass ich verrückt wurde. Okay, ich gehe da lieber wieder mal raus. Hier ist auf jeden Fall eine Schwa... Hä? Keine Ahnung, wie die überlebt haben. Leon, ich weiß es nicht. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass die, wie die überlebt haben. Aber ich meine jetzt mal ganz ehrlich, Digga, die haben komplett, die haben mir so einen Stall dafür gebaut für diese Dinger. Was ist das denn? Das sind diese neuen Hesslons, den kann man reiten. Die sind echt schon immer rechts auf die, oder links klick. Du kannst in den reingucken, was der macht. Guck, mal, lass los, du bist in seiner Sicht. Du spielst gerade dieses hässliche Ding. Ich kann das nicht spielen, Nein, nein, du guckst gerade zu, was der macht den ganzen Tag. Der macht gar nichts, er guckt die Kiste an. Guck mal, ja, das macht er den ganzen Tag. Guck, er bewegt sich. Die drehen sich einfach. Die haben mir eine komplette Base einfach gebaut. Der große Revitron. Der Größe steht da, oder? Der, keine Ahnung. Ich weiß ja auch nicht, was hier. Community. Also das ist alles ziemlich, ziemlich weird tatsächlich. Hier sind kleine Häuser, die sie sich gebaut haben. Vor allen Dingen alles so als gleichmäßig. Guck mal, die haben sich alle so kleine Häuser gebaut hier. What the f***? Aber ist es schwer, in dem zu überleben? Digga, natürlich, weil die werden eigentlich verhungert und die ganze Zeit verbrannt. Holy s***, die haben mir komplett Nether geterraformt hier. Geil. Digga, what? Geil. Die haben ein Boot gebaut. Aber, ach so, ist es Netherholz oder so? Was ja, es gibt neues Holz, genau, als Netherholz. Ob, das brennt halt nicht irgendwie, also. Geil, lass mal anzünden, ist schön. Wie haben die das geschafft, ein Boot? Digga, das ist zu krass. Die leben einfach im Nether. Wir haben gerade gleichzeitig gesagt, Chips, Cola. Holy shit, guck mal hier. Okay, der Typ muss sich echt oft umgebracht haben, damit er die ganzen... Wieso hängen hier überall Köpfe? Das ist alles so verstörend hier irgendwie. Das Digga, hat so vor allem dieser Ton dazu noch. Super, dieses geheim, gruselige... Achtung. Digga, das ist so gruselig mit diesen Tönen. Ja, Digga, aber guck dir mal diesen Keller an hier, what the f***? Digga, ist alles seltsam. ziemlich creepy, Junge. Ganz, ganz seltsam. Wir sind okay. Einfach komplett Wir end. Gehen mal ein bisschen weiter, also man sieht auf jeden Fall hier, wie sich die Zivilisation versucht hat auszubreiten. Ich bin mir sicher, dass wir zwischendurch immer wieder, wir finden auf jeden Fall überall kleine Brücken. Ja, und wahrscheinlich halt auch überall dann irgendwo kleinere Hütten, oder? Guck mal, hier ist zum Beispiel nochmal ein Wald, den hat Hörst noch niemand es? Erreicht. Ah! Du hast mich erschrocken. Ich hab mich nicht erschrocken. Du hast dich richtig erschrocken. Nicht. Also wir haben auf jeden Fall jetzt hier tatsächlich das Ganze auf dem Block gerade von 3000 hochgestellt mittlerweile, glaube ich. Und ey, das ist krass, Alter. Ich meine, aber allein hier zu überleben, Alter. So, also guck mal hier. Die fangen hier einfach an, sich komplette Plattformen alles zu bauen, Digga. Und so Wege und so, so richtige Straßennetzwerk. Weißt du, was ich meine? Ja, Nether ist schon... Das ist schon jetzt, ne? Echt krass. Vor allen Dingen halt wirklich... Danke. Auf jeden Fall, also ich meine, hier gibt es immer wieder ein paar Leute, die versuchen es halt hier auch. Ja. Mehr oder weniger, die gehen halt meinem, ich weiß nicht, also Digga, also die haben auf jeden Fall alle Goldrüstungen. Das ist halt klar, weil du kannst das Gold im Nether finden. Nether. Aber holy shit, Alter, also guck mal, bis wohin die vorgestoßen sind, bis in jede Ecke. Und überall findet man so Remains von deren Zivilisation, halt überall kleine Wege, kleine Hütten und sowas, weißt du, was ich meine? Aber ich glaube, sie haben erkannt, dass halt die Stadt am Spawn das Sinnvollste ist, ne? Um halt da zusammen zu überleben, weil sonst solche Leute hier, Nethermänner, ja halt anfangen, deine Stadt zu zerstören. Guck mal, die haben die kompletten Wälder hier abgefarmt, alles einfach. Ey, Digga, also, der Vibe vom Nether ist komplett anders, ne? Wie bitte? Der ist komplett anders, der Vibe. Hast du Angst vor dem neuen Nether? Nicht Angst, aber ich habe mir in die Hose geschissen. Warum? Weil ich Angst habe. Achso. Jo, was ist das denn, Junge? Das ist dieses neue Basaltbiom. Sieht auch so krass aus, finde ich, Alter. Digga, komplett sieht aus wie, ja. Biom. Genau. Also wir tippen uns mal hin und her, Leute. Wir schauen mal ganz kurz bei Fabi-Pilz ab. Wir gehen mal alle hier ganz kurz durch, die online sind. Oh. What the f***? Guck mal, der hat sich hier einfach... Digga! Eine Festung. Der hat sich hier einfach so eine kleine Burg gebaut. So richtig so mit... Alter, die sieht aber auch geil aus. Die ist richtig wild geworden. Guck mal. Hä? Okay, wir checken mal die Kisten aus. Wie viel der gefarmt hat von diesem... Die haben aus dem Basalt, aus dem Nether-Basalt kannst du halt Cobblestone machen auch so, glaube ich. Echt? Ne? Eisen sogar, Digga, wie wild. Aus der Festung wahrscheinlich halt geholt. Ah, die kommen ja gar nicht raus. Nee, die kommen halt ja, nicht raus. Stimmt, die kommen ja gar nicht raus. Hast du jetzt verstanden, worum es hier geht? Ja, die kommen ja gar nicht in die echte Welt. Ja, Tobi, genau das ist das Ziel des Ganzen. Die müssen im Nether überleben. Das habe ich dir gerade eben... Die müssen quasi im Nether überleben, okay, ne? Okay, wir gehen mal zu Sarah Peer. Wir drehen uns mal ganz kurz rum. Es ist schon wild. What the fuck? Was? Digga, Hall of Fame einfach. Holy sch. Bro! Alter, wie viele Leute haben da mitgebaut? Oh, da bin ich. Warum bin ich als Letzter? Ehre, Männer und Ehrenfrauen, warum ist Schaubart der Erste? Du bist sogar Joanna ist vor dir, guck mal. Naja.
Also auf jeden Fall ganz, ganz wild, was die sich hier teilweise an... Guck mal hier so unter... Das haben wir eben nicht gesehen, ne? Schön, wir sind drüber geflogen. Unter diesem ganzen Ding hier ist nochmal so eine richtig sicke Base. Aber wie kriegt man sonst Holz Essen? Holz und sowas. Hätte Essen man sonst halt, Essen bekommen, wenn die Schweine spawnen euch da wären? Die müssten halt die ganze Zeit diese Hoglins töten, aber die respawnen halt so langsam, dass es halt nicht anders geht. Ganz sicher Stützbalken, nichts anderes. Gut, dass hier ein Stützbalken steht, okay, ich weiß nicht, was das ist. Wir haben einfach zu viel Basalt gehabt. Ja, okay, aber alles okay. Klar. Aber es sieht geil aus, Digga. Also auf geile jeden Putz. Fall ziemlich, ziemlich krass. Hier ist so ein riesiger Tunnel. Guck mal hier, Digga. Der Flower ist hier gerade den Tunnel noch am Ausbauen. Ist schon echt wild, oder? Der, oh mein Digga, Gott, warte mal, heavy. Wo geht der bis zum Spawn? Yo, Digga, wie lang ist der? Das hat sie auch gesagt. Ja, Bro, hier ist irgendwo eine Connection bis hinten zum Spawn wahrscheinlich, ne? Digga, wie hässlich ist dieses Ding eigentlich? Finde ich nicht. Nee, ich find's süß eigentlich. Guck mal. Guck mal, wie der wackelt im Kopf. Hässlich. Kumo. Es ist einfach absolut hässlich. Digga, was Leute, ist eigentlich? Leute, wir schauen nochmal rein, Tobi, wenn ich aus der Türkei nochmal streame. Wuhu! An der Stelle nochmal ein großes Shoutout an mich, der das komplette Streaming-Setup natürlich mitgenommen hat, aber gestreamt hat, da vorne steht's. Ja. Streams gibt's dann wieder nach dem Urlaub, ne? Auf jeden Fall schon ein ziemlich krasser Fortschritt auf 24 Stunden. Wir sehen uns dann wieder. Auf jeden Fall schon ein massiver Fortschritt. Bis gleich. Ciao.